Hallo zusammen, hier ist wieder euch Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Das letzte ist jetzt schon ein Weilchen her, insgesamt fast 2 Monate und dementsprechend machen wir das diesmal wieder ein bisschen ausführlicher. Ich kann es euch mal zeigen, ich habe ja hier meine kleine Liste, wo ich die ganzen Sachen schon ja ein bisschen länger eintrage, seit 2021 tatsächlich. Machen wir den Spaß jetzt schon. Und das letzte Mal war am 25.06. Jetzt haben wir den 26.08. Nicht ganz eine Punktlandung, aber fast 2 Monate her. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir ein paar Sachen durch. Was wollen wir gucken? Naja, wir wollen hier so ein bisschen schauen, was sich verbessert hat. Dann gucken wir ein bisschen hier auf All the Things, die Geschichten durch die verschiedenen Rankings. Und dann würde ich sagen, gucken wir in-game natürlich im Add-on All the Things, beziehungsweise so Sachen durch wie Achievements, dann die groben Sachen, Mounts, Pets, Spielzeuge, ne, und solchen Stuff. Gut, T-Mog und so ist jetzt ein bisschen schwierig hier durchzugucken, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Erstmal zur groben Orientierung, sind hier einmal auf Data for Azeroth, ne. Und ja, hier sind ja verschiedene Rankings drin. Ich habe jetzt gerade nochmal geupdatet, dass wir vernünftige aktuelle Daten haben. Aktuell bin ich quasi auf einem Completist-Score oder ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Auf diesem Completist-Score von 895.000 und ein paar zerhackte, immer noch World Platz 1. Vielleicht so zum kleinen, Überblick, wie es jetzt aktuell aussieht. Warte, wir können hier mal draufklicken. Ich habe noch einen guten Abstand, knappe 6.000 Punkte auf den zweiten, den Gaulisch, also aktuell ist es kein Kopf und am Kopf rennen, sondern ich habe einen eigentlich relativ guten Abstand, der sich die letzte Zeit eigentlich auch aufrechterhalten hat. Ne? Also da tut sich jetzt nicht sonderlich viel und ja, da die Liste geht da noch ein bisschen weiter, sind verschiedenste Leute drin, da tut sich da immer mal wieder was, aber hier in der Spitze, da passt es eigentlich relativ gut. Yuji, dann von den Achievements. Ich bin ein bisschen abgesackt, ne? Ihr seht, ich bin nur noch auf Platz 31. Liegt aber ein bisschen daran, mir fehlen aktuell eigentlich nur die Raid-Erfolge. Und ja, das sind die 10 Raid-Erfolge aus dem... es sind glaube ich 11 sogar. Aber da werden wir nachher ein bisschen genauer reinschauen. Also ich habe eigentlich alle Achievements bis auf die Mythic Kills. Ne? Dementsprechend haben die anderen Leute halt die Mythic Kills und ja. Deswegen bin ich da ein bisschen hinten dran. Mounts bin ich jetzt auf Platz 10 mit 991. Dann Pets bin ich bei 169.400 Punkte. Bin ich auf Platz 2. Toys haben wir 870. Platz 6 bin ich da. Appearance bin ich jetzt bei 65.835. Wird Platz 5. Also da bin ich jetzt gerade am meisten am Arbeiten, weil ich die anderen Sachen alle so für mich ausgemaxt habe. Ne? Also da kann ich nicht mehr viel machen. Titel sind wir mit 306 auf Platz 3. Reputation mit 216 auf Platz 2. Rezepte mit 8.782 auf Platz 1 und Quests mit 20.531 auf Platz 2. Und hier unten sind noch ein paar Sachen, die jetzt nicht in das Ranking mit reingehen. Da gibt es dann normale Achievements, Feast of Strength, Legacy Achievements, Pets, Allscore, Alts und Allscore. Ich glaube, Alts sind nur 70er Chars. Ich habe jetzt 174er Chars und Allscore sind quasi Level zusammengerechnet. Und dann gibt es noch Honor Level und Honorable Kiss. Ich bin bald auf Ehrenlevel 1000, ne? Aber ihr seht, da bin ich nur Platz 572. Also es gibt so viele Leute, die über 1000 Ehrenlevel haben. Ist schon krass, ne? Aber alle diese Sachen zählen nicht ins Hauptranking rein und sind so good to know, aber jetzt nichts, was ich fokussiere bzw. relevant ist. Ihr seht, bei den Achievements bin ich höher als bei den Punkten, ne? Weil mir nicht sonderlich viele Achievements fehlen, aber da sind einiges an Punkten drin. Aber da können wir uns vielleicht nachher ein bisschen genauer drauf eingehen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Veränderung an. Zum letzten Mal vor 2 Monaten habe ich hier quasi 12.000 Punkte knapp plus gemacht. Der Score hat sich nicht verändert. Ich bin die letzten Monate immer auf Platz 1 gewesen. Zwischendrin war ich mal kurz auf Platz 2. Da hatte ich ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Gaulisch, aber seitdem hat sich nichts mehr großartig geändert. Dann Achievements habe ich, beziehungsweise Achievement-Punkte habe ich 470 plus gemacht. Dann Mounts haben wir 19 plus gemacht in der Zeit. Pets habe ich 2200 quasi an Score Plus gemacht. Das müssten dann 22 Pets sein. Ne? Für jedes gemax-gelevelte Pet gibt es nämlich 100 Punkte.
Dann Toys habe ich 12 plus gemacht, Appearance 2915, was viel ist tatsächlich für 2 Monate, ist doch nicht schlecht, ne? Dann Titel haben wir 6 plus gemacht, Reputations 1, dann Rezepte auch 1, ich glaube die eine Fraktion ist diese Zistormi oder wie die heißt, ne, von dem Event, was wir jetzt hatten, diese Zeitrisse. Dann Rezepte 91, Quests 125. Oh, warte mal, das muss ich nur rausschmeißen, das wollen wir nicht. Und dann hier Achievements 44, Feast of Strength 21, Legacy Achievements 3, Pets 22. Gut, das ist hier oben, ne? Sage ich ja, sind immer 100 Punkte. Olds 16, also ich habe 16 Chars auf Max-Level gespielt. Dann Oldscore ist runtergegangen. Warum ist der runtergegangen? Ich habe meine ganzen Chars gelöscht, diese ganzen Trial Chars, weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Man kann ja mittlerweile Items von jedem Server hin und her handeln und ich hatte bis jetzt immer quasi Trial Chars auf verschiedensten Servern, um dementsprechend Items lernen zu können. T-Mog, was ich mir irgendwo gekauft habe, das wird schlichtweg nicht mehr benötigt, deswegen habe ich die gelöscht, ne? Aber da siehst du auch, dass dieser Oldscore eigentlich ziemlich sinnlos ist, weil man im Endeffekt seine Chars, also quasi 60er Chars erstellen kann über diese Trial Chars. Genau. Ehrenlevel habe ich 16 plus gemacht und ehrenhafte Siege 1836. Und hier im All the Things Score, den werden wir uns nachher noch angucken, habe ich davor noch 14.600 Items gebraucht, jetzt nur noch 10.700. Also ich habe 3.800 Items quasi plus gemacht. Und vom Score sind wir von 91,29 auf 93,56 hochgegangen. Das ist sogar mehr als diese 2,27, was hochgegangen sind. Denn es kam ja zwischendrin nochmal 1-2 kleine Patches und da kommt natürlich Zeug dazu, ne? Also auf diese 14.000 sind dann wahrscheinlich nochmal 1.000, 2.000 Items draufgekommen, die ich natürlich dann nochmal zusätzlich abarbeiten musste, in Anführungszeichen, ne? Das bleibt ja nicht immer gleich, sondern da kommt ja immer mehr Zeug dazu, jetzt auch hier mit dem Patch, wo die Zeitrisse zum Beispiel reingekommen sind. Genau, so viel dazu. Dann können wir jetzt einmal in WoW an sich gucken. Ich würde sagen, wir machen es jetzt kurz und schmerzlos einmal über die groben Collection-Sachen. Aktuelle Achievements fehlen mir insgesamt 20 Erfolge, wie ihr seht. Ein paar davon kann man leider aktuell nicht machen. Zum Beispiel einer ist hier der Handelsposten, ne? Da müssen wir halt jetzt noch 5 Monate sind es, die man warten muss, um einfach das hier fertig zu kriegen. Dann sind es aktuell noch bei Erkunden quasi hier diese 4 Erfolge. Die kommen jetzt erst nächste Woche. Also ich nehme es jetzt hier am 26. auf. Und am 31. beginnt ein Event, da kommen diese 4 Erfolge, ne? Und erst dann kann man das natürlich angehen. Also das sind schon mal 5, die ich noch nicht machen kann von den 20. Dann ich meine, hier bei der Arena ist eine Heldentat drin. Für quasi Solo-Shuffle ist es, glaube ich. Aber die bringt auch keine Punkte, also es ist keine Achievement, das sind 6. Dann das, was ich eingangs erwähnt hatte, mir fehlen da die Mythic-Kills, ne? Seht ihr, das sind die Mythicals im aktuellen Raid und da gibt es 9 Bosse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also hat man hier 9 Achievements. Plus, gut, HC war ich auch noch nicht, ne? 10 und das Mythic-Ding gibt es halt dasselbe für die ganzen Bosse, also 11. Also sind das 11 Erfolge, die es da gibt. Die könnte man natürlich machen. Also ich bin aktuell nicht im Raid, aber man könnte sich einen Booster dran kaufen, wenn der nicht verdammt teuer wäre. Ich bin es am Überlegen, aber wahrscheinlich werde ich es nicht machen, weil die Achievements kann ich irgendwann später quasi auch absolvieren und dann kostet es mich halt nichts, ne? Also da bin ich ein bisschen überlegen, wie ich es genau angehe. Genau, also das sind 11 plus die 6, die wir vorhin hatten, sind wir bei 17, also müssten noch 2 irgendwo fehlen. Und 1 ist bei Weltereignissen drin. Ich meine, bei den Schlotternächten haben sie was Neues reingebracht. Genau, das hier, aber das kannst du auch noch nicht machen. Und dann müsste noch 1 fehlen. Jetzt bin ich gerade überlegen, wo könnte das letzte noch sein? Jetzt fällt es gerade gar nicht ein, ehrlich gesagt. Nö, das waren eigentlich alle. Oi, eigentlich müssten es 20 Achievements sein. Seht ihr, da fehlt wieder irgendwo 1, wo ich nicht sehe, wo es ist. Wobei, hier bei Erkunden sind das hier nur 4, aber wenn ihr seht, 507 von 512. Also es müssten eigentlich 5 sein. Hoi, wo ist da noch was drin, was mir fehlt? Da ist wahrscheinlich ein Hidden Achievement drin. Ah, ich bin da was Großem auf der Spur. Ja, seht ihr?
Hier, das muss in der Dracheninsel sein. Also hier muss noch ein fünftes Achievement dabei sein, was aber aktuell noch hidden ist. Okay, dann wird da ein Schuh draus. Also ihr seht, aktuell kann ich eigentlich nur noch diesen Mythic Raid machen, beziehungsweise C-Raid, ne? Für die Achievements alles andere ist nicht drin. Und ich habe das schon ausgerechnet, also wenn ich den Mythic Raid durchlaufen würde, dann wäre ich quasi, hätte ich die gleiche Anzahl wie auf Platz 1, aber ja, ich war schon so oft auf Platz 1 in den Achievements, dass ich jetzt, dass es mir das nicht wert ist, sagen wir so, für temporär da jetzt auf Platz 1 zu sein, dafür, dass ich, weiß ich nicht, 15 Millionen oder so für den Run raushaue, also das ist mir aktuell nicht wert tatsächlich. Genau, dann gucken wir noch wegen den Mounts. Das ist relativ schnell gesagt. Ich habe eigentlich alles bis auf Putty. Und Putty kriegt man auch von den Geheimnissen von Azeroth. Ne? Das Event, das jetzt in der Woche kommt. Wenn das Video live kommt, dann steht es, glaube ich, kurz davor. Dann Pets ist hier auch eins, was man... Tobias, das kriegt es auch von den Geheimnissen von Azeroth. Und dann haben wir hier noch Blub, aber der scheint, glaube ich, buggy zu sein. Der sollte, glaube ich, eigentlich nur ein Classic drin sein. Ich weiß jetzt nicht, warum der hier drin ist. Und Gilden Herald, die habe ich natürlich auf dem Hordenschar. Also die könnt ihr euch wegdenken. Das ist irgend so ein Buggy-Viech. Und das kommt halt auch mit dem Event. Und Toys, ja. Seht ihr, da ist brauche ich nichts mehr. Da sind zwei Hidden Toys drin. Seht ihr das? Die werden aber hier nicht angezeigt. Und ich habe alles aktiviert. Also die sind halt irgendwie hidden. Die werden nur angezeigt, wenn man sie hat. Ich meine, eins müsste auch beim Event dabei sein. Gut, das ist soweit das mit den Haupt-Collection-Geschichten. Jetzt können wir ein bisschen, wenn ihr wollt, ins All the Things reinschauen. Ich habe mittlerweile ein paar mehr Sachen aktiviert. Und zwar gehen wir mal hier mit rein. Ich habe mittlerweile aktiviert Blizzard Balance. Heißt, das, wo haben wir es? Jetzt blöd, ich sehe es gerade nicht. Fire Attack Promotion. Ah, das ist das hier, oder? Warum sind jetzt hier wieder alle Sachen drin, obwohl ich die nicht angehakt habe? Okay, weird. Habe ich schon wieder irgendwas umgestellt, oder? Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken. Ja, hier werden auch alle... Warte mal, ich habe wieder irgendwo was reingeklickt, was ich nicht haben will. Zeige gesammelte Dinge, das will ich natürlich nicht haben. Weird, dass das jetzt hier wieder drin ist. Das habe ich eigentlich nicht aktiviert. Wahrscheinlich wieder irgendwo verklickt. Naja, gut, was wollte ich euch eigentlich zeigen? Und zwar, ich habe halt ein paar Sachen aktiviert, ne? Blizzard Balance. Na klar, ich habe alles von Blizzard Balance, deswegen wird das auch nicht angezeigt. Deswegen finde ich es auch nicht. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen dumm. Ich habe Black Market noch aktiviert und Trading Card Game. Also Trading Card Game ist halt hier drin, ne? Die Mounts. Pets habe ich alle. Diese eine... geschnitzte Ogergötze, da habe ich ja schon öfter von erzählt, die habe ich leider nicht und ein paar Wappenröcke. Einen von den Wappenrock hat es ja jetzt durch den Amazon Prime Gedönse gegeben, also den konnte man sich da drüber claimen, das war ganz gut. Zwei habe ich damals schon gekauft und fünf brauche ich jetzt noch. Aber ich werde einen Teufel tun, dass ich die aktuell im Black Market kaufe. Ich vermute nämlich, dass die anderen auch noch über irgendeinen Drop oder über hier quasi Amazon Prime kommen werden, deswegen halte ich da mal die Füße still. Das andere, was ich noch drin habe, ist quasi Black Market. Wenn ihr meine Waste-Videos aktuell seht, merkt ihr, dass ich immer wieder was kaufe. Mir hatten da jetzt noch 50 Items zum Beispiel von Orders gefehlt, die man leider nur noch über den Black Market kriegt. Orders droppt die nicht mehr, obwohl man den Boss noch umhauen kann, wenn man wie ich zum Beispiel den Umhang hat von damals. Und ja, die mache ich auch, bin da regelmäßig im Auktionshaus, also im Black Market Auktionshaus unterwegs. Und ja, jetzt brauche ich nur noch 20, heißt 30 Dinger habe ich die letzten... paar Wochen schon zusammengekauft. Geht ganz gut voran. Ehrlicherweise, den Krempel will aber auch sonst fast niemand haben. Also da werde ich seltenst überboten. Oft biete ich irgendwann untertags einmal rein und am Abend gewinne ich das, ohne dass irgendwer anders drüber bietet. Ne? Ab und an bieten schon Leute drüber, aber oft gewinne ich es fürs Mindestgebot. Und ja, da sind halt auch noch andere Sachen drin. Ich habe auch so eine Waffe. Es gibt drei Waffen, waren ursprünglich drin. So ein Gewehr habe ich für 13.000 gewonnen, was ganz gut ist. Und was sonst noch brauche ich, sind halt auch nochmal die Wappenröcke drin, aber wie gesagt, die werde ich mir halt nicht für ein paar Millionen kaufen. Letztens habe ich einen gesehen, der ist für 3 oder 4 Millionen rausgegangen. Und einen Tag später kam dann der erste Drop rein, da habe ich mir gedacht, der Typ wird sich auch einen Arsch beißen, denn für mehrere Millionen kauft er sich einen Wappenrock. Das war, glaube ich, zwar nicht der, den er sich gekauft hat, aber wenn ein Wappenrock quasi kommt als externe Belohnung, ist es sehr wahrscheinlich, dass die anderen auch irgendwann kommen werden, deswegen, ja. Und klar, da sind auch T3-Sets drin.
Da habe ich heute eins gewonnen, muss ich nachher mit dem Magier noch aus dem Postkasten nehmen. Aber die gehen natürlich für wesentlich mehr weg, ne? Also da muss man ein bisschen gucken. Genau, so viel dazu. Was ich dann auch noch temporär anhatte, ist diese Summoning-Items. Da hatten wir einen hier in der Community, der konnte die alten Bosse beschwören für T0,5. Drei oder vier habe ich fertig gemacht, aber einer, da ist eine alte Instanz noch nicht verfügbar und da ich den dann gar nicht machen kann, blende ich das aktuell nicht ein, ne? Weil ich will nur Sachen quasi eingeblendet haben, die ich auch irgendwie kriegen kann. Den einen Boss, den kannst du leider nicht kriegen, weil halt die Version von der Instanz nicht drin ist, aber vielleicht kommt der irgendwann in der Zukunft wieder rein. Blizzard macht ja gerade einiges für alte Instanzen und mal gucken, dann werde ich es vielleicht auch einblenden. Und Ordos, ist ein bisschen komisch, das hatte ich auch temporär mal eingeblendet, aber da sind die Items drin, die man auch im Black Market kaufen kann und noch ein paar andere, die man nicht im Black Market kaufen kann und da man von Ordos irgendwie keinen Loot mehr kriegt, glaube ich, dass du da gar nicht rankommst, deswegen habe ich das auch nicht mehr eingeblendet, ich kann es euch mal zeigen. Wo ist denn der drin? Ist wahrscheinlich als World Boss drin, vermute ich, ne? Mist of Pandaria, World Boss, hier Ordos. Also ich glaube, diese Items, ne? Die hier sind, kannst du auch über den Black Market kriegen und die droppen von ihm ja nicht mehr. Und dann gibt es hier noch so einen extra Loot. Und diese Sachen kriegst du nicht übers Black Market. Und soweit ich weiß, kriegst du gar nichts mehr von Ordos außer Gold. Deswegen kommst du wahrscheinlich an die auch nicht mehr ran. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich den Ordos jetzt nicht mit reinnehme. Genau. Gut, das soweit zu dem. Jetzt kann ich euch vielleicht noch ein bisschen zeigen, wo ich gerade dran bin. Also hauptsächlich farme ich ja gerade aktuell Dungeon und Schlachtzüge. Also in den anderen Bereichen mache ich eigentlich wenig. Gut, was ich noch mache, ist, ich bin so ein bisschen, also klar, hier Kalendorn, östliche Königreiche sind jetzt wesentlich weniger geworden, weil da waren ja nur noch die Items drin, die mir gefehlt hatten aus den Raids, ne? Also wenn man aus den Cutter Raids quasi so die Tier-Tokens lootet, dann konnte man die ja hier bei Händlern umtauschen. Deswegen war da sehr viel drin. Das ist natürlich rausgeflogen, weil ich die ganzen Cutter Raids durch habe. Was hier noch drin sind, sind so ein paar weiße Items, die neu reingekommen sind. Das will ich euch jetzt aber gar nicht unbedingt zeigen, sondern wo ich auch noch dran bin, im Nethersturm gibt es diese Nachbildungs-Items und die kriegt man, wenn man im RBG auf 1800 ist, dann kann man die kaufen. Das sind quasi die Classic-PvP-Sets und du musst eine aktuelle Wertung im RBG von 1800 haben oder aufwärts, dann kannst du die quasi die alten Nachbildungen kaufen. Und die gibt es halt für alle Klassen, die es in Classic gab, ne? Also klar, halt Monk gab es in Classic nicht, DH gab es in Classic nicht, Demon Hunt, DK gab es nicht, Evoker gab es nicht, die fallen raus. Aber die ganzen ursprünglichen Magier, Priester, Hexenmeister und wie sie alle heißen. Und da bin ich gerade dran, dass ich die mit den verschiedenen Klassen hole. Ich habe jetzt Druid, Krieger habe ich, Magier habe ich, Hunter habe ich, gerade bin ich im Hexer dran und ja, das mache ich so ein bisschen nebenbei, aber hauptsächlich bin ich halt, wenn dann im aktuellen Content, ne, den ziehe ich halt vor, ich mache die aktuellen Content-Sachen und dann bin ich wieder in Dungeon Schlachtzügen drin, also ich kann euch mal zeigen, wie es beim aktuellen Content aussieht, bevor wir die Dungeon Schlachtzüge anschauen, also jetzt hier Dragonflight, ne, was mir hier aktuell fehlt, ist Ehrenabzeichen, gut, da ist quasi nichts. Dann Zaralek-Höhle sind es ein paar Zonendrops. That's it. Und dann gibt es noch diesen einen Händler, der, wenn du dieses Token hast, ne, für, ich glaube, wenn du 2K-Rating im M-Plus hast oder im Raid einen HC-Boss gekillt hast oder so, ich weiß gar nicht, für was es das alles gibt, dann kriegst du ja immer so ein Token, wo du hier was einlösen kannst, ne? Und da sind halt noch Sachen drin, aber das kann, da kriegst du ja immer nur ein Token, also darüber irgendwas zu farmen macht eigentlich wenig Sinn. Genau, und da fehlen mir auch noch nur noch Zonendrops. Und dann bei Erweiterungsfeatures, das ist eigentlich bloß der Belebungskatalysator drin. Und ihr seht, achso, das ist der erste Raid, ne? Da habe ich ja Normal und HC allen T-Mog für alle Klassen mir geholt. Und im aktuellen Raid, warum ist da noch was drin? Magier? Das hätten wir doch eigentlich alles geholt. Ha, da muss ich nochmal gucken. Ich dachte, ich habe alle Teile. Oh, warum sind hier noch welche drin? Ich habe eigentlich alle Sets fertig. Vielleicht haben die noch eine andere ID. Das kann natürlich sein, ne? Da muss ich nochmal gucken. Da ist jeweils noch ein Item drin. Das bis. Weil ich habe alle Sets komplett vollständig. Aber es kann sein, dass das die jeweils andere ID noch ist, ne? Da muss ich mal nochmal gucken. Eigentlich dachte ich, dass ich die fertig habe. Gut, dass wir hier nochmal reingeguckt haben. Aber ihr seht, ich habe es so gut wie fertig, ne? Anscheinend ist da irgendwie eine ID-Geschichte.
Sonst, ja, das sind die Erfolge. Aber eigentlich im aktuellen Content, in den Zonen, habe ich alles, ne? Und dann habe ich halt jetzt die Dungeon-Schlachtzüge gemacht, wo ich mittlerweile komplett fertig bin. Ihr seht, zwischen Red of the Lich King und MOP ist eine Lücke. Cataclysm habe ich alles, also wirklich jegliches Item, alle IDs aus allen Dungeons und Schlachtzügen. Also da bin ich fertig. Burning Crusade sieht es genauso aus. Seht ihr, das ist 100%. Was da noch drin ist, sind so Items, die man braucht, um sich was zusammenzubasteln. Ne? Die zählen jetzt hier halt nur als Tokens, deswegen zählen die nicht als Item. Und für was das ist, kann ich euch auch kurz zeigen. Wenn wir jetzt hier unter... Wo ist es denn drin? Ne, ich muss unter... Events muss ich, glaube ich, gehen. Jetzt sehe ich es gerade nicht. Feiertage, genau. Dann Zeitwanderung. Dann Mana-Gruft. Da kann man sich einen zusätzlichen Boss beschwören über ein Item. Und genau hier, da gibt es ein Item, wo man diesen Boss beschwören kann. Und dann gibt es halt diese Teile und die haben natürlich eine andere ID im Timewalker. Und die Sachen, die hier noch drin sind, die zwar jetzt nicht als Item zählen, aber als Währung quasi, um sich das Teil bauen zu können, das ist hier noch drin, ne? Und da müsste ich im Timewalker quasi das Zeug holen, um das rauszubekommen. Aber mit Main habe ich das Item zum Beschwören schon. Bloß Timewalker mache ich irgendwann mal später. Das gehe ich aktuell nicht an. Genau, also Burning Crusade und Cutter sind fertig. In Classic fehlt auch nicht mehr viel. Da war ich letzte Woche noch ein bisschen unterwegs, beziehungsweise diese. Da brauche ich jetzt eine Molten Core. Zwei Items, wie ihr seht, hier von Paladin oder aus Onyxia. Gut, da sind es noch ein paar mehr. Und Tempel brauche ich jetzt nur noch ein paar der Hände, ne? Also Tempel und hier im Molten Core müsste ich bald fertig kriegen. Und die anderen Sachen, das sind immer nur diese ewig seltenen Zonen-Drops, ne? Die man sich quasi kaufen kann. Beziehungsweise, also die kannst du alle im AH kaufen, die Sachen. Die kannst du aber, soweit ich weiß, auch über das Quantum-Item irgendwann kriegen, das man ja aus dem neuen 5-Mann-Dungeon bekommen kann, ne? Aus dieser Dämmerung. Und wahrscheinlich werde ich es mir darüber irgendwann gamblen, weil die Sachen, die kosten halt ein paar Millionen, ne? Also, die sind schon sehr, sehr teuer. Ich habe mir letztens eins aus Numeregan, so Füße für 300k gekauft, weil Füße kannst du halt nicht gamblen. Und dementsprechend alle anderen Items, also Waffen kannst du ja gamblen, ne? Und die Slots, wo Tierset ist, also zum Beispiel Köpfe oder Hände oder so, kannst du ja alles gamblen. Also das kann ich alles gamblen. Und Scholo und Stratz sind halt hier die Geißelsteine drin, weil man da halt dann mit T3 sich zusammenbasteln kann. Theoretisch, also die sind auch nur aus Tokens, aber deswegen ist das hier erst 100% drin. Dann Wottel bin ich auch aktuell dran. Da habe ich jetzt in... Seht ihr, es sind auch nicht mehr viele Instanzen drin, also Dungeons habe ich alle fertig gemacht. Ich habe Maligos habe ich fertig gemacht, Rubin-Sanktum, Obsidian-Sanktum habe ich fertig gemacht. Und ICC bin ich jetzt gut dabei, da habe ich die Woche alle Tokens rausgehauen. Also diese Tier-Tokens, die man in allen Schwierigkeitsgraden holen kann, die habe ich fertig gemacht. Und 25er bis auf ein Item und zwei Illusionen auch. Gut, aber in den anderen Schwierigkeitsgraden, da fehlt mir noch viel, ne? Seht ihr? Also da muss ich erstmal starten. Mir war es wichtig, dass ich erstmal diese ganzen Token-Geschichte habe, denn in den niedrigeren Schwierigkeitsgraden droppen die kleinen Token, die musst du dann mit den großen wieder upgraden und so. Und dass ich da quasi einen Überblick behalte, habe ich erstmal geguckt, dass ich alle Tokens rauskriege und dann fahre ich quasi normalen Schwierigkeitsgrade. Uldur fehlt mir halt noch hauptsächlich ein Haufen Tier-Tokens, ne? Die werden aber hier nicht als Items gewertet, weil die auch wieder unter Außenbereiche drin sind. Und zwar in Nordend, in Dalaran, sind diese ganzen Sachen hier drin, ne? Also da ist das ganze Zeug drin. Deswegen wird das Token nicht mehr als Item gewertet. Deswegen sieht es jetzt aus, ob ich nur 9 Items brauche. Aber ihr seht, das sind viel, viel mehr, ne? Weil ich diese ganzen Tokens ja immer brauche, um das Zeug umzuwandeln. Naja. Also das wird noch eine längere Sache. Naxxramas habe ich alles. Das habe ich jetzt mit dem Farmen fertig gemacht. Seht ihr hier, im 10er und 25er brauche ich nichts mehr. Es sind trotzdem 60 Items hier drin. Aber das liegt einfach daran, weil die T3-Teile jetzt hier drunter gewertet werden. Ne? Also die alten, aus dem alten Nax, die T3-Sachen, kann man sich ja hier zusammenbasteln. Da habe ich aber auch schon ein Video zugebaut oder gebastelt, wie das Ganze funktioniert. Genau. Und ja, Mist of Pandaria ist so... Achso, warte mal, machen Wottel noch fertig. Heißt, aktuell muss ich, farm ich Uldur und Eiskrone. Prüfung des Kreuzfahrers, da fehlt mir auch noch richtig viel Stuff. Seht ihr, da fehlt mir richtig viel Stuff drin. Aber ich farm das aktuell nicht, denn das ist verbuggt. Du kannst keine Items zwischen Chars handeln, auch wenn alle Chars Horde sind.
Du kannst das einfach nicht traden, deswegen warte ich da, hab noch genug anderes Zeug und ich hoffe, Blizzard fixt das irgendwann. Und Eichhörnchens Kammer farm ich auch nicht, weil alle Items, die du da kriegst, ne, kriegst du auch in den anderen Instanzen. Also, ja, deswegen Eichhörnchens Kammer fällt für mich raus. Mist of Pandaria bin ich jetzt auch gut dabei. Ich habe jetzt die ganzen 5-Mann-Dungeons hier auch fertig gemacht. Hier habe ich jetzt nur noch ein paar Waffen drin, wie ihr seht. Das ist der Stuff, aber auch diese Waffen, die haben so eine niedrige Drop-Chance. Ich weiß noch, ich habe früher diese Instanz hier, Belangung von Nyozao-Tempel, 400-500 Mal gerannt und habe diesen Dolch immer noch nicht. Und da macht es tatsächlich mehr Sinn, wenn ich mir das irgendwann übers Quantum-Item ergamble, weil da fließt so viel Zeit rein für dieses eine Item. Und das ist definitiv eine Sache, die ich da gamble. Ich versuche bis Legion oder bis einschließlich Legion eigentlich alles zu farmen, aber diese Sachen, die so ewig viel Zeit beanspruchen und wenn ich sie über das Quantum-Item kriegen kann, dann lasse ich die erstmal außen vor, ne? Und ja, jetzt gehen wir ein bisschen schneller durch. Hier bin ich nämlich noch nicht ganz so weit. Mogushan-Gewölbe habe ich letztens fertig gekriegt und jetzt bin ich gerade hier in den Instanzen so dran, dass ich die fertig kriege. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, ne? Hier werden jetzt angezeigt 3 oder 9 Items. Oder vor allem in SOO nur 12, aber wenn wir hier mal reingucken, sehen wir, dass diese ganzen Tokens natürlich hier noch dabei sind. Ne? Also hier sind die 3 Items, ne? Das sind die, aber die ganzen Tokens werden wieder nicht gezählt, weil die halt bei einem Händler dann umtauschbar sind und da werden sie gezählt. Ne? Also deswegen ist es immer ein bisschen trügerisch. Man denkt, oh, noch 3 Items, bin ich gleich fertig, aber nein, hier brauchst du dann insgesamt noch 45 Items, ne? Weil das halt alles Tokens sind. Und selbiges ist auch in SOO, da ist es noch trügerischer, steht es dran, 12 Items. Und da brauche ich aber noch 300, ne? Also, weil das halt alles hier Tokens sind. Lass es aus dem LFR sein oder Ding. Wobei, die 300 stimmen auch nicht, weil er hier bei dem Multitoken, seht ihr? Also, du kriegst, es gibt einen Multitoken, wo du jedes andere Token kriegen kannst und das wird halt auch nochmal einzeln gezählt. Heißt, eigentlich sind es insgesamt jetzt zum Beispiel im Normal 48, aber es wird halt doppelt gezählt, ne, weil es hier die Tokens einzeln zählt und das wieder. Also es ist alles immer nett, manchmal ist es mehr Schein als Sein. Man muss da ein bisschen durchsteigen, wie, das, wie die Systematik funktioniert, aber naja. So zum Groben kann man sich das mal angucken. Genau, das ist MOP. WOD habe ich die Dungeons noch nicht groß angefasst. Da gibt es ja auch ewig viel Loot, ne? Vor allem hier mit dem ganzen Warforged-Zeug. Also das wird eine richtig lange Angelegenheit. Was aber gut ist, in WOD habe ich Blackrock Foundry komplett fertig und Heimwall habe ich auch komplett fertig. Heißt, ich brauche halt nur die Höllenfeuer-Zitadelle. Da habe ich auch den LFR schon durch. War da jetzt aber auch schon 1-2 Monate nicht mehr drin, weil ich jetzt einen Haufen Zeug im aktuellen Content erst gemacht habe und jetzt erst langsam wieder angefangen habe, die paar Expansions, die unten waren, also MOP, nicht MOP, sondern Cutter und Burning Crusade komplett fertig zu machen, dann Classic und jetzt gerade so im Wottle MOP drin bin. Jetzt, ja, muss ich mal gucken, ob ich da demnächst wieder hinkomme. Und in Legion ist eigentlich fast nur alles offen, ne, da habe ich sowohl die Dungeons offen, als auch eigentlich noch alle Raids, also da bin ich noch nicht sonderlich weit. Legion habe ich zwar vor ein paar Monaten schon mal einiges ein bisschen abgegrast, aber sehr oberflächlich, also da bin ich noch nicht sonderlich weit. Genau, das ist das, was ich gerade mache. Jetzt als nächstes werden halt wieder ein paar Patch-Sachen anstehen. Jetzt kommt der Patch 10.1.7, das ziehe ich dann wieder vor, das werden wir dann wieder als erstes machen. Und aktuell, ja, bastel ich dann so ein bisschen weiter, ne, dass ich die Classic, Wottle, MOP-Sachen so langsam weiterbekomme, vielleicht auch ein bisschen WOD, vielleicht auch ein bisschen Legion, je nachdem, wie ich in der Woche, wie weit ich komme. Aber aktuell ist meine Strategie nicht mehr, die ich am Anfang hatte, dass ich quasi mit meinen Speedchars von Classic bis Legion alles durchrenne und dann den anderen Char nehme und quasi den Rest mache. Das war ja am Anfang meine Taktik. Jetzt ist meine Taktik eher so, ich gehe mit so vielen wie möglich, was ich an Chars habe, die erste Instanz, dann mit allen Chars die zweite. Also da kommt man natürlich dann nicht so weit nach unten von den Expansions, aber ich kriege halt dann eher mal Instanzen komplett fertig. Ne? Das ist so ein bisschen jetzt eher die Strategie, denn das mit den Speedchars war schön und gut, aber das sind halt bestimmte Klassen und manchmal ist es so, dass ich dann 2 von den Klassen in dem jeweiligen Dungeon nicht brauche oder 1 oder teilweise alle 3 oder sogar 4 Klassen. Dann muss ich ständig hin und her loggen und kann dann den Speedbonus eh nicht mehr nutzen. Und ja, deswegen ist jetzt die Strategie, dass ich quasi dann mit allen Chars, die ich habe, eine Instanz laufe, dann mit allen Chars, wenn ich keine mehr habe, für die eine Instanz die nächste und so weiter. Ne? Das ist jetzt ein bisschen mehr meine Taktik.
Genau. Gut, das war es jetzt eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Und ja, dann sind wir wieder durch mit dem kleinen Collection-Update. Gut, klein ist relativ, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde zusammen. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare dazu. Und ja, dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Collection-Update. Ich denke mal, so einen Monat werde ich vielleicht das nächste machen, irgendwie sowas um den Dreh rum. Beziehungsweise könnt auch selbstverständlich gerne in die anderen Guide-Videos reingucken. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.